Frau Wolters, wir sind ja schon mitten im Jahr, mitten im Messejahr. Ein richtiges Highlight ist, wenn auch nur alle 2 Jahre, die ILA. ILA 2024 steht vor der Tür. Worauf können wir uns freuen? In der Tat, am 5. Juni geht's los. Das ist ein Mittwoch. Da starten wir 3 Tage vor allen Dingen erstmal fürs Fachpublikum und spannend für die Besucherinnen und Besucher aus der Region, aber natürlich auch aus ganz Deutschland und aller Welt wird natürlich dann auch das Wochenende. Dann ist sozusagen die ILA geöffnet für das private Publikum. Und zu sehen gibt's natürlich ganz viel von Flugzeugen, Helikoptern, Drohnen. Wir haben insgesamt 5 Hallen mit einem ganz umfangreichen Bühnenprogramm zu den unterschiedlichsten Themen. Da geht es um ganz viele Themen rund um die Raumfahrt, es geht um klimaneutrales Fliegen, es geht um viele Themen rund um das Thema Rüstung. Also da sollte auf jeden Fall für jeden was dabei sein. Man kann sich eigentlich dort den einen oder anderen Jet mal angucken. Auf jeden Fall. Wir haben ein großes Highlight dieses Jahr dabei auf der ILA und zwar ist das die Emirates A380. Die wird an allen ILA-Tagen zu besuchen sein und das ist, denke ich, auf jeden Fall spannend. Da kann man nämlich auch mal reingehen. Gibt es unterschiedliche 4 Classes, wenn man so will, also 4 Bereiche. Auch die First Class kann man sich da mal anschauen. Das ist auf jeden Fall sicherlich eine spannende Sache. Aber ansonsten haben wir natürlich auch in allen Größen und Varianten auch viele Jets, die man von innen und außen sich anschauen kann. Dass geflogen wird, interessiert die Leute auch immer sehr? In der Tat. Das ist unser sogenannter Flying Display, wo man die Jets auch in der Luft sehen kann. Und da haben wir im Vergleich zur letzten ILA ein etwas umfangreicheres Flugprogramm, also etwas längere Flugzeiten, 4-mal am Tag, jeweils 1/2 Stunde. Und da werden wir auch einen bunten Mix am Himmel sehen. Also von zum Beispiel erstmalig auf der ILA die F-35 sehen wir auch mal wirklich im Flug. Wir haben den Eurofighter da, Tornado in der 50 Jahre Jubiläums-Sonderlackierung. Aber natürlich auch einiges an Fluggerät aus dem zivilen Bereich. Wir haben Elektroflieger, wir haben Hubschrauber dabei. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal den Blick gen Himmel zu richten. Auf der ILA 24 ist das Thema klimaneutrales Fliegen ganz groß gespielt. Da geht es zum Beispiel um Themen wie das sogenannte Sustainable Aviation Fuel, was jetzt schon im Einsatz ist. Einige Jets werden auch schon mit SAF betankt zu ILA kommen, aber da geht es auch um neue Antriebe, der Einsatz von Wasserstoff und vieles mehr. Das heißt, die ILA bietet da auf jeden Fall schon einen Blick in die Zukunft. Klimaneutrales Fliegen, Nachhaltigkeit, ein großes Thema, aber natürlich auch ganz spannend das Thema Advanced Air Mobility. Was ist das? Flugtaxis haben manche vielleicht schon mal gehört. Auch da in dem Bereich haben wir einige Aussteller, die spannende Sachen präsentieren, wie wir vielleicht in Zukunft uns fortbewegen werden. Bei Ihnen hat man so ein bisschen, wenn man im Büro sitzt, das Mars-Feeling. Das Mars-Feeling hat man hier. Wir sprechen ja hier in Berlin-Adlershof, wo die Mission Mars Express 2003 ihren Anfang genommen hat und immer noch uns wirklich aufregende Bilder, dreidimensional farbig vom Mars liefert, ist ja die bestimmende Mission. Und insofern ist die Planetenforschung in der Raumfahrt des DLR eingebunden. Aber in diesem Jahr wird es maßgeblich die Luftfahrt sein, die unseren Auftritt auf der ILA bestimmt. Und zwar unter dem Thema klimaverträgliches Fliegen. Natürlich wird das DLR auch in der Raumfahrthalle vertreten sein als Partner des BMWK, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, des BDLI und auch der ESA, wo wir dann europäische Technologien, die europäische Raumfahrt vorstellen. Am Stand des DLR hinter der Raumfahrthalle werden wir insgesamt 36 Exponate haben, über den gesamten Bereich, angefangen von Roboterarmen, über Simulationssoftware für das klimaneutrale Fliegen, aber auch das Konzept eines vollständig elektrifizierten Flugzeuges, das in Cottbus entwickelt wird. Insofern haben wir dort natürlich auch die Verbindung nach Brandenburg. Selbstverständlich wird auch das Thema Nachwuchs eine große Rolle spielen. Wie jeder andere Bereich in Deutschland haben auch wir Nachwuchsprobleme. Man mag es nicht glauben, aber es gibt diese Probleme. Und insofern werden wir verschiedene Aktivitäten ergreifen, unter anderem auch durch eine Showeinlage, möchte ich sagen, einen sogenannten Space Bus, also einen echten Bus, in dem man, in dem 6 Gäste den Flug zur Internationalen Raumstation erleben werden. Und das in Begleitung der Avatare von Matthias Maurer und Alexander Gerst. Fragen, Wünsche, Vorstellungen kann man also dann auch auf der ILA bei Ihnen loswerden? Fragen, Wünsche, Vorstellungen kann man bei jedem Kollegen loswerden, der ein DLR-T-Shirt trägt. Denn das sind alles unsere Kollegen, wir sind klar zu erkennen. Und jeder wird dann sagen, was er macht, wie er es geworden ist. Und wird dann natürlich auch sagen können, an wen man sich leiten kann.
Auf unserer neuen Webseite, die wir am 1. April gestartet haben, den Relaunch vollzogen haben, findet man sämtliche Informationen über das DLR, fachlich, inhaltlich, und man findet auch alle Informationen darüber, welche Ausbildungswege man beim DLR gehen kann. Das DLR als Ingenieurwissenschaftliche Test- und Entwicklungseinrichtung bildet aus im handwerklichen Bereich an verschiedenen Standorten, zum Beispiel in Braunschweig, in Köln und in Oberpfaffenhofen. Aber ansonsten sind wir natürlich sehr daran interessiert, Studentinnen und Studenten der Luft- und Raumfahrt, aber auch andere Studiengänge ins DLR zu ziehen. Wenn man an Mars Express denkt, sind zum Beispiel auch Geografen beteiligt, es sind Geologen beteiligt. All das sind Fachrichtungen, mit denen man beim DLR arbeiten kann. Ganz einfach stelle ich mir das alles nicht vor, denn die Fläche ist kleiner geworden. Wir haben ja auch einen Großflughafen. Die Organisation hat schon einige Herausforderungen bereit. Die Organisation der ILA ist natürlich immer eine Herausforderung, weil wir sozusagen nicht hier bei uns auf dem Messegelände sind, wo wir jede Steckdose kennen, sondern wir sind eben alle 2 Jahre auf dem ILA-Gelände, was jetzt sozusagen auch dann direkt am BER angrenzt. Das heißt, auch da müssen wir uns natürlich koordinieren mit dem laufenden Flugbetrieb. Das heißt, alle Menschen, die gerne in den Urlaub fliegen möchten, sollen das natürlich auch gut tun und nicht von uns gestört werden. Aber da sind wir im engen Austausch mit allen Partnern. Auch der BER ist ja auch einer unserer Partner. Und da haben wir eine gute Lösung, einen guten Kompromiss gefunden, dass sozusagen die Besucherinnen und Besucher der ILA auf jeden Fall auch ein Flugprogramm bekommen, aber natürlich Sicherheit geht immer vor, der laufende Flugbetrieb auch nicht gestört ist. Sehr schön ist auch immer, darauf freuen sich unsere Zuschauer, dass sie Eintrittskarten mitgebracht haben, und an die Eintrittskarten kommt man wie folgt: Man muss eine Frage beantworten, nämlich diese. Was ist das größte Passagierflugzeug der Welt, das wir übrigens auch auf der ILA sehen werden? Ihr gewinnt wie immer 10x2 Eintrittskarten. Die richtige Antwort dann an gewinnspiel@travelcamp.tv.